Die Rallye seit Beginn des Jahres basiert auf der Idee, auf der Vorstellung, naja, die Inflation, die kommt runter, also wird die Fed schon in 2023 die Zinsen senken. Mithin werden also die Finanzkonditionen lockerer, Geld wird dann perspektivisch wieder billiger. Das antizipieren wir, das nehmen wir mal vorweg und laufen schon mal nach oben. Jetzt aber hatten wir am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten und das war ein ziemlicher Schocker, auf den vor allem die Devisenmärkte und die Anleihen Märkte extrem stark reagieren, denn wir haben es hier mit einem Game Changer zu tun. Die Vorstellung, dass die Renditen weiterfallen, der Dollar weiterfallen würde, das ist so einer der beliebtesten Wetten derzeit an den Finanzmärkten, die scheint sich jetzt in Luft aufzulösen, denn wenn der Arbeitsmarkt so stark bleibt, dann haben wir weiterhin einen Lohnpreisdruck. Wie soll dann die Fed in dieser Situation die Zinsen senken? Das wird nicht gehen. Die Anleihemärkte preisen das mit steigenden Renditen ein. Der Dollar wird stärker. Die Aktienmärkte sagen sich, naja, wir gucken uns das Ganze mal an und wir haben vor allem diese Kleinzocker, vielleicht sind auch ein paar Institutionelle dabei, die versuchen noch ein bisschen Performance zu erreichen, die diese ganz kurz laufenden Optionen handeln. Das sind die sogenannten Zero-DTE-Optionen, also Zero Day Till Expiry, also kein Tag oder die am selben Tag noch verfallen. Das ist ein richtiger Volkssport geworden inzwischen, der letztendlich über die Optionen dazu führt, dass 40% der Marktbewegungen alleine durch diese Optionen erklärbar sind, also fast die Hälfte. Und die halten dagegen, die wollen, dass die Märkte weiter steigen. Da ist so eine Art Optionsmania entstanden, die erinnert an das Jahr 2021, die erinnert an jede Blase, die wir in den letzten 5000 Jahren gesehen haben. Aber schauen wir uns die Gemengelage mal an, was sich eigentlich geändert hat und warum vor allem damit eigentlich die geistige Grundlage dieser Rallye zerstört ist, könnte man sagen. Denn letztendlich basierte all das auf der Hoffnung auf bald wieder mehr Liquidität. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Morgen wird Jerome Powell sprechen. Natürlich werden wir bald auch Inflationsdaten bekommen und so weiter. All das kann natürlich zu immenser Volatilität führen. Aber schauen wir uns den aktuellen Zustand mal an. Sehen wir hier mal zum Beispiel die Fed Fund Futures. Das sind die Futures, die einpreisen, wie die Zinserwartungen sind. Wir sehen jetzt, dass die Fed Terminal Rate Expectation, also die Vorstellung, wo der Gipfelpunkt der Zinsen sein wird, bei 5,05% sein wird. Vor den US-Arbeitsmarktdaten waren wir noch deutlich unter 5%, nämlich unter 4,9%. Jetzt haben wir also da eine Änderung. Es geht hier da nach oben. Jetzt sehen wir, dass vor allem Großbanken, nicht nur die Anleihemärkte, sondern amerikanische Großbanken ihre Zinsprognosen komplett ändern. So etwa Morgan Stanley, die sagen, naja, wenn wir jetzt weiter so starke Arbeitsmarktdaten sehen, etwa nochmal eine Zahl von über 500.000, dann müsste die Fed vielleicht sogar nochmal 50 Basispunkte die Zinsen erhöhen. Auch Bank of America ähnlich, die waren vorher auch so eher, naja, jetzt ist eigentlich bald Schluss mit den Zinsen. Diese Vorstellung, dass jetzt absehbar schon ganz nahe der Zinsgipfel erreicht ist, die hat sich substanziell verschoben. Wir sehen etwa auch hier dann Zentner von Morgan Stanley, der sagt, also ich hatte vorher eine Pause erwartet, jetzt sehen wir, dass mindestens im März nochmal eine 0,25% Zinsanhebung kommen wird. Und wenn die Fed dann pausiert, dann dürfte der nächste Zinsschritt nicht nach unten sein, sondern nach oben. Und das ist ein echter Gamechanger aus meiner Sicht. Wir sehen da auch jetzt, dass die Fed Fund Futures immerhin ihre Erwartung auf 74% angehoben hat. Das haben, dass die Fed noch zweimal mindestens um 0,25% anheben wird und die Wahrscheinlichkeit, dass auch im Juni nochmal was kommt, also dann noch eine Zinsanhebung kommt, die wird von den Märkten, von den Fed Fund Futures jetzt mit erhöhter Wahrscheinlichkeit mehr und mehr eingepreist. Und das liegt auch an Nick Timmerhaus, das Mouthpiece der Fed, der Botschafter der Fed, der gesagt hat, naja, wie soll die Fed denn überhaupt die Zinsen senken, wenn wir einen so starken Arbeitsmarkt haben? Das ist genau jetzt das neue Thema. Alle Welt spekulierte auf einen fallenden Dollar, auf fallende Renditen, auf ein baldiges Fallen der Zinsen. Und das erwischt jetzt wahrscheinlich viele auf dem falschen Fuß, so wie beim Dollar. Diese Grafik hatte ich heute Morgen im Videoausblick schon gezeigt.
Jede Korrektur, die wir gesehen haben im letzten Jahr oder seit gut einem Jahr, war begleitet von einem Ausbruch des Dollars nach oben. Der war ja in einem Abwärtstrend, vor allem seit Mitte Oktober, als wir das Tief an den Aktienmärkten erreicht hatten. Dann ging es für den Dollar bergab. Jetzt sehen wir, dass wir aus dieser fallenden Wedge deutlich nach oben ausgebrochen sind, dass wir eine starke Korrelierung haben zwischen schwachem Dollar und starken Aktienmärkten und starken Dollar und schwachen Aktienmärkten. Wie gesagt, diese Korrelation ist heute noch nicht so wirklich durchgegriffen. Die haben wir am Freitag schon ein bisschen gesehen und das vor dem Hintergrund, dass alle Welt eben gegen den Dollar gewettet hat. Wir sehen, wir haben jetzt massiv hohe Short-Positionen auf den Dollar seit Oktober und das könnte ziemlich schmerzhaft werden für diejenigen, die da auf einen fallenden Dollar wetten. Hier sehen wir etwa mal den Euro-Dollar, der jetzt Anfang Februar noch ganz entspannt über der 1,10er-Marke gehandelt hat, nämlich letzten Mittwoch, als Jerome Powell ja so erstaunlich dovish gewesen sind. Da ist der Euro-Dollar nach oben geschossen, der Dollar wurde also schwächer. Aber seit den US-Arbeitsmarktdaten macht es Booms. Wir sind jetzt fast schon bei 1,07 in diesem Chart von Capital.com. Also wir sehen diese Dollarstärke, die ist greifbar. Hier sehen wir nochmal den Ausbruch aus dieser fallenden Wedge. Und wir sehen, dass heute die Renditen für US-Staatsanleihen etwa für die 10-Jährigen nochmal 10 Basispunkte steigt. Wir haben am Freitag schon gesehen, dass die 10-Jährige um 12 Basispunkte gestiegen ist. Also es geht ziemlich scharf nach oben mit den Renditen. Normal ist auch das negativ korreliert mit den Aktienmärkten. Steigende Renditen heißt fallende Aktienmärkte und fallende Renditen heißt steigende Aktienmärkte. Das ist noch nicht der Fall, aber es ist eigentlich alles angerichtet, damit die Party so richtig losgehen kann. Aber die Zocker halten dagegen dazu gleich mehr. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, okay, diese Arbeitsmarktdaten. Der Arbeitsmarkt ist nicht wirklich ein guter Indikator, um eine Rezession vorherzusagen, wie etwa Reed von der Deutschen Bank sagt. Und warum das ist, das sehen wir in dieser Grafik hier von Lance Roberts. Jedes Mal, kurz vor einer Rezession, ist die Arbeitslosenquote kurz vor ihrem Tief. Und das sehen wir jetzt auch. Hier diese grauen, dunkelgrauen Balken in diesem linken Chart, das sind Rezessionen. Jedes Mal, bevor eine Rezession beginnt, ist die Arbeitslosigkeit ganz unten. Der Arbeitsmarkt reagiert einfach ein Stück weit später. Secretary Yellen, also Finanzministerin Yellen, hat heute gesagt, naja, wie kann man denn eine Rezession haben, wenn wir eine so niedrige Arbeitslosenquote wie seit 1969 nicht mehr haben? Janet, dann guckst du diesen Chart, dann weißt du, dass das geht. Also wir sehen, dass da auch die Finanzministerin offenkundig nicht ganz im Bilde ist. Und die Anleihemärkte in Gestalt der Zinskurve, nämlich der invertierten Zinskurve, preisen das schon länger auf ein. Wir haben jetzt etwa die Renditedifferenz zwischen der 2-jährigen US-Staatsanleihe und der 10-jährigen bei 80 Basispunkten, also 0,8%. Mit anderen Worten, die 2-jährige Anleihe rentiert fast 1% mehr als eine 10-jährige Anleihe. Das macht per se normalerweise keinen Sinn, denn je größer der Zeithorizont, umso größer letztendlich ja mein Ausfallrisiko, dass ich das Geld nicht wiedersehe, das ich geliehen habe. Aber jetzt kommen wir mal zu denen, die dagegen halten. Das sind die Zocker, diese Zero DTE. Also die Option, die am selben Tag verfallen, das ist jetzt sozusagen das Megathema. Das gibt es seit etwa 12 Monaten. Ist das möglich, dass man an dem Tag, an dem Optionen verfallen, noch diese Optionen handeln kann? Da kann man mit kleinen Beträgen richtig Kapital machen, 50, 100 Dollar einsetzen, 2000 Dollar gewinnen. Das ist passiert in den letzten Tagen. Was machen die Zocker? Die sagen sich, cool, jetzt habe ich 1000 Dollar mehr, die setze ich jetzt gleich in die nächste Option an Call. Und gleichzeitig sehen wir, dass die Stimmung, wie hier im CNN Fear and Greed Index, jetzt richtig weit oben ist, normalerweise korreliert das auch mit Tops an den Märkten. Und all das ist natürlich ausgelöst worden, auch nochmal oder verschärft worden durch diese Aussagen von Jerome Powell am Mittwoch. Paul wird ja morgen nochmal kommen, dazu gleich mehr. Jedenfalls sagte er da oder gebrauchte er 11-mal, sage und schreibe 11-mal, das Wort Disinflation. Also nachlassende Inflation könnte man sagen, bezogen vor allem auf die Güterpreise. Aber für die Amerikaner ist das ein Riesenproblem, etwa in der Mittelklasse. Da sagen 80% der amerikanischen Mittelklasse, die befragt werden, ja, sie müssen jetzt ihre Spargroschen angreifen, um überhaupt noch Sachen kaufen zu können. Die machen also praktisch jeden Monat miese.
Andere Notenbanken, wie die Bank of England, wie die EZB, sehen überhaupt keine Disinflation. Und ich glaube, Sie haben da auch recht ein Stück weit. Ja, wir haben im Güterpreissektor, haben wir natürlich Rückgänge, aber im Servicebereich, vor allem in den USA, ist das noch ganz virulent. Jetzt tritt morgen Paul auf bei einer, macht nicht eine Rede, sondern das ist so eine Diskussionveranstaltung. Und wir sehen, dass die Märkte im Vorfeld ziemlich nervös sind. Die VIX Term Structure, also das Verhältnis der VIX Futures verschiedener Laufzeiten, deutet darauf hin, dass man kurzfristig extrem nervös wird vor dieser Rede. Hier sehen wir, dass vor allem der kurzfristige VIX, also die Laufzeit, die näher dran ist, deutlich gestiegen ist. Wir sehen diese Euphorie der Leute, wir sind im Extrem-Gear-Bereich beim Fear and Greed Index. Wir haben ein absolutes Allzeithoch bei gehandelten Optionen, überwiegend auf der Call-Seite. Noch nie waren Retail-Investoren, waren Privatzocker so stark am Markt engagiert wie dieses Jahr. Und der Unterschied zwischen Smart and Dump Money, also zwischen den Privatinvestoren und größeren Investoren, ist so groß wie nie. Smart Money ist skeptisch, Dump Money ist sehr, sehr optimistisch und auffallend. Auch das, was die Bank of America festgestellt hat früher. Jahrelang, ich kann mich gut daran erinnern, war es immer so, dass overnight die Märkte gestiegen sind. Das heißt, die Amis im Kassahandel zwischen 15:30 und 22 Uhr deutscher Zeit waren gar nicht so super gut gelaufen, sondern die Gewinne kamen eben nachbörslich und vorbörslich, also im asiatischen und im europäischen Handel. Jetzt ist das genau andersrum. Jetzt sehen wir, dass die Gewinne meistens während der offiziellen Session, also in der Handelszeit des Kassamarktes, funktioniert. Und ja, natürlich ein Faktor neben den Zockern, das sind auch die sogenannten Buybacks, also die Aktienrückkäufe der Unternehmen selbst. Da sind wir jetzt immer mehr aus dieser Blackout-Period raus, also aus der Zeit, wo die Unternehmen keine eigenen Aktien rückkaufen dürfen. Knapp 4 Milliarden Dollar pro Tag entsteht da nochmal an Nachfrage. Und ja, wir haben auch eine gewisse Marktbreite. Der Breadth ist relativ gut. Wir sehen, dass es also nicht wie früher zum Beispiel oft nur die dicken Fische waren, eine Apple, eine Amazon, wie sie alle heißen, die den Markt oben halten, sondern viele Aktien steigen. Allerdings ist es jetzt eben so, dass der Markt auch so teuer ist wie schon lange nicht mehr. Natürlich ist durch diese Arbeitsmarktdaten dieses Soft-Landing-Narrativ nochmal ein bisschen gestärkt worden, aber wir sind auf jeden Fall sehr, sehr sportlich bewertet und die sogenannte Forward-EPS, also die Earnings per Share, die in der Zukunft erwartet werden, ist jetzt das erste Mal negativ geworden, wie Mike Wilson hier zeigte. Das bedeutet, man erwartet eigentlich schrumpfende Gewinne von den Unternehmen. Gleichzeitig aber sind die Kurse massiv gestiegen. Wie passt das zusammen für Mike Wilson? Wie auch für mich passt das nicht so ganz zusammen. Und hier sehen wir ein Bericht, der vorbörslich heute in den USA: Futures Global Stocks Light, Dollar Jumps on Rising US-China Tensions, also diese ganze Ballongeschichte, und Fed Outlook, weil sich eben die Zinslandschaft hier so maßgeblich verändert hat. Und ja, es wäre, wie Sven Hennig hier zeigt, der erste Bärenmarkt, der einen Boden ausbildet bei 150% Marktkapitalisierung zum BIP. Also das wäre jetzt dann der teuerste Boden, den wir jemals gemacht haben. Also man kann sagen, was man will, es gibt Motive für steigende Aktienmärkte. Fundamental ist das sehr, sehr teuer. On the long run setzen sich fundamentale Daten durch. Kurzfristig ist meistens Liquidität das entscheidende Thema. Das wird bestimmt natürlich Liquidität durch diese Zocker mit ihren Optionen und auf der anderen Seite mit der Erwartung der Investoren. Wie schaut es denn aus mit der Zinspolitik der Fed? Und diese Manie, die wir derzeit sehen, die wird auch so ein bisschen übertragen jetzt auf ChatGPT. Das hilft dann zum Beispiel Semiconductor werden, also Halbleiter werden. Es steigt alles, wo irgendwie Halbleiter draufsteht, weil man sagt, ja, irgendwie künstliche Intelligenz, dann passt es schon. Also das ist so über einen Kamm wie damals bei der Internetblase. Steht Internet drauf, dann ist es total wertvoll, obwohl die allermeisten dieser Firmen dann letztendlich kläglich gescheitert sind. Microsoft will jetzt offenkundig eine neue Version von ChatGPT schon nächste Woche in seinen glorreichen Bing-Browser integrieren. Naja,
Das ist sozusagen eine Rakete mit einem Krüppel verbinden, könnte man sagen. Funktioniert irgendwie nicht. Ich finde Bing wirklich im Vergleich zu Google doch vergleichsweise schlecht. Wenn Sie wissen wollen, wie das mit diesen Optionen funktioniert, Markus Koch hat heute einen Gast, einen Optionsspezialisten dazu befragt. Und das würde ich Ihnen dringend empfehlen, denn es ist wichtig, wenn Sie die Dynamik, die Mechanik dieser Märkte verstehen. Das kann man gar nicht mehr überschätzen, was da derzeit der Fall ist. Erste Empfehlung also das Interview Markus Koch mit diesem Optionsspezialisten. Zweite Empfehlung möchte ich Ihnen geben, wie die US-Jobdaten den Kapitalmarkt durchschütteln. Also das, was ich Ihnen erzähle, nochmal ganz konkret durchgespielt, plastisch erklärt und gezeigt. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung. The Big Short, Iceman, Steve Iceman, der aus dem Buch und dem Film The Big Short bekannt geworden ist, der sagt: Lasst euch nicht von der Aktienrallye täuschen. Die zentrale These von ihm ist: Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass Aktien eine Rallye machen, die schon die letzte Rallye mitgemacht haben, etwa die Tech-Rallye aus dem Jahr 2020. Er sagt, wir sehen einen Paradigmenwechsel. Die Märkte sind grundsätzlich etwas anderes, wenn die Zinsen oben sind, als wenn die Zinsen bei Null sind. Und wir haben jetzt gesehen, dass vor allem Nasdaq-Aktien gestiegen sind, die ja zinssensitiv sind. Und das macht aus Sicht von Steve Eisman keinen Sinn. Sehr, sehr philosophische, gute Überlegungen. Also drei Empfehlungen und ich sage jetzt Servus und Ciao.